Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Jack Fleisch TV und Schröber. Och. Hi, super. Toulon Wolfs, wisst Bescheid, Alter. Ist Bescheid, Toulon Wolfs, Jack Fleisch TV. Jack Fleisch TV, genau. Hat immer Spaß bei der Arbeit, ne? Ja, genau. Genau. Jack Fleisch TV. Jack Fleisch TV, ja, genau. Immer Spaß dabei. So, ja, was ist genau. Los? Genau. So, hier, Sniper, ne? Ich hab die Einstellung vorgenommen. Geht jetzt gut, ne? Sensitivität so der Maus ein bisschen nach unten. Ich zeig's hier mal kurz, ein bisschen nach unten geschraubt. Ich glaube auf. Was hast du denn da geschraubt? Verstehe ich nicht. Ach so, weil du damals die Controls getroffen genau. Hast. Sensitivity habe ich jetzt eingestellt auf 0,3. Du hast übrigens immer noch keine Waffe in der Hand bei mir. 0,3. Und. Mit der Sniper will ich auch nicht treffen, wenn ich ehrlich bin. Ach, natürlich triffst du was. Nee, du hast keine Hand bei mir, von daher. Och, ich mach schon meine Arbeit, ne? Macht ja auch mich mal Kinder. Zeig beim letzten Mal sehen. So, ja, gut, okay, irgendwas ist immer. So, Zement. Leute, Klebstoff machen. Haben wir nicht hier irgendwo Klebstoff rumliegen, sag mal? Bestimmt. Sage mal. Müssten wir eigentlich da haben. Ich habe nicht. Muss ich Klebstoff machen jetzt? Hier. Yeah, wir brauchen nämlich ein bisschen Klebstoff auch. Du brauchst Klebstoff. Willst du schon wieder schnüffeln, oder? Ein bisschen. Nee. Mach noch mal ein paar. Wieso machst du hier Biofuel? Na, warum nicht? Benzin machen. Wofür? Für welches Moped, Alter? Das, was wir eh nicht benutzen können, weil. Ja, doch, wir haben zwei Mopeds. Du, weißt du was? Ich dachte so an Benzinfässer. Als Ersatz für TNT. Können wir die craften, Mann? Ja. Na, man, warum steht hier nur ein Feuer? Ich weiß gar nicht, wie viel da rauskommt und wie viel man dafür braucht, aber aus den Gas Cans. Dann ist doch wieder Benzin. Kannst du da mal. Machen. Kannst du mal. Probieren? Ah, ich probiere mal. Ja. Gas Can, Recipes, Gas Barrel. Oh. Was denn? 600 braucht man. 600 braucht man tatsächlich. 600 Benzin. Gas. Aber wir haben hier noch 21 Gas Barrels übrigens noch drin. Aber die Idee ist nicht schlecht. Ja, also einfach mal so alternativ, ne? Explosionstechnisch da Explosionen brauchen. Das dauert jetzt 4 Minuten, das dauert mir zu lange. Ich gehe erstmal kurz nochmal raus. Ich organisiere schon nochmal ein bisschen Holz als Brennmaterial. Ja. Ganz langweilig. Ne? Was sagt denn unser Gunpowder-Vorrat? Was sagt die Waffenherstellung? 1800. Stück ist, wir haben noch 9 mm, 591 Schuss, wir haben, was ist das hier, 10 mm, 393 und ich habe noch 14.762. Okay. Wollt ihr gerne noch ein paar Rockets machen, hab jetzt hier 17 am Start schon. Also du machst ja erstmal Shotgun Shells in Ausgabe. Ach, Shotgun Shells, 300 und, ja, also, ich weiß ja nicht wie viele, aber so. So 800 solltest du schon mitnehmen, oder nicht? Ja, okay. Klar. Irgendwie so, ne? Muss ich ja schon lohnen. Ja, klar, ja, klar. Ich habe jetzt 700 Schuss für die AK oder für die Rifles sozusagen und habe noch ein bisschen was in Reserve für die Magnum. Also hätte ich auch vielleicht gerne nochmal so 100, 150, aber bei mir ist jetzt erstmal nicht der Engpass. Du musst auch was haben zum Schießen. Ja. Ne? Klar. So, mein Freund, dann werden wir mal den Ofen anheizen hier. Und wir haben Tag 48. Also ich sagte ja nur ungern, aber ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen nach hinten drücken hier, die Geschichte. Ich glaube, die Zombie-Horde. Also ich habe keinen Bock, dass ich da vom Fingers dann die Zombie-Horde abkriege. Nee, ich nehme mich auch nicht, weil wenn wir uns, selbst wenn wir uns da eine kleine Basis einrichten, die wird niemals in der Tag 49 Horde standhalten. Das. Das wird niemals nix. Nicht, nie. Niemals nicht, nie. Nie nicht, nie nicht, nie nicht. Nie nicht, nie nicht. So. Erzähle nicht. Was? Kann ich gleich wieder hier einpflanzen. Schön. Ne? Nachwachsender Rohstoff. Holz. Ja gut. Reiset den Herrn. Und. Warum geht das jetzt schon wieder nicht hier? Und you bar me. Using my... Ich brauch den scheiß Beaker.
Iga? Ist doch drin im Feuer. Ja, in eben Feuer. Ach, hier sind noch vier. Nice. Also Biker dürften wirklich nicht unser Problem sein. Nee. Wir brauchen für alles einen Biker hier. Ja, ich wollte eine kleine Maschinerie anwerfen hier, so ein bisschen, ich sag mal, Richtung Fabrik. Fabrik? Richtung Fabrik, sag ich mal. Willst arbeiten. Du denn fabrizieren? Glue. Und dann können wir auch gleich nochmal das anwerfen, was du da machen wolltest hier, diese Zeug da. Biofuel. Ich weiß gar nicht, wie viel da dann rauskommt und was wir dafür ansonsten noch brauchen. Bestimmt noch Wasser oder sowas, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel dann rauskommt. Ja, weil ich am Heizen bin und am Machen. Am Heizen? Bring aber gerade wieder was mit. 5000. Am Heizen ist er, sagt er. No. So wenig hier, ne? Adi. Ich wollte kurz nochmal Kartoffeln mitbringen. Alter, das Feuer überschneidet sich aber hier krass, echt. Inwiefern überschneidet? Naja, also ich habe jetzt hier 5 Feuer zu liegen. Mhm. Ja, das ist krass. Oh, die brennen 4. 5, tatsächlich, brennen 5. Ich habe 6 zu stehen, die brennen 5. Kartoffeln sind noch nicht gewachsen. Ja, siehst du, die brauchen ein bisschen Wärme. Kartoffeln? Ja. Die brauchen keine Wärme. Nein. Die brauchen Zeit zum Wachsen. Wann habe ich die denn abgeerntet? Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. Du, habe ich doch ein... Isst du hier heimlich noch Kartoffeln oder was? Nein, ich esse nicht heimlich Kartoffeln. Niemals. Aber wie? Was denn? Niemals. Nein. Ich sammle übrigens wieder Federn ein, ne? Crossbow. Aha. Alternative. No room in inventory. Hier ist noch Burning Barrel. Ist auch immer irgendwas. So, ich bring ein bisschen Holz mit. Ist noch nicht viel. Unser Brass ist auch schon wieder alle, ne? Unser okay. Brass ist auch mal schon so wieder alle. Mal so gefragt, mit dem wir sind an 255. Ja, mit dem im Gunpowder, was wir jetzt haben, stellt damit erstmal alles her, dann sehen wir, wo der nächste Engpass ist sozusagen, weil Casings und Bullet-Tipps, Mann, ist das der hier, haben wir ja eigentlich noch. Also ich mache jetzt nochmal 100 Magnum. Richtig? Oder wolltest du nicht so viel? Ich hab 260. Ah, denn nicht. 762, wie viel? Hab ich 701, aber... Hast du 701, 762? Ja. Okay, ich mach 10 mm so viel, wie ich brauche. Fick dich, Alter. Wie viel? Ja, hallo? Wir erwarten ja wohl ein bisschen was größer. Und du, ja, deine Alter. Hauptwaffe sind die Shotgun-Shells. Die 10 mm verschießt du wie Sau. Na ja, klar. Ja, toll. Na ja, klar. War super, super. Alter, so viel Munition hat ihr gemacht? Oder hast du selber schon wieder hier den Rüssel? Hast du den Munitionsrüssel irgendwo reingehalten? Nein. So, ich mache immer noch ein bisschen Golden Rod Tea. 6 Minuten, nee, warte mal. Mal anders. 10. Cock. So, Biofuel. 10. Ich kümmere mich um Biofuel. Biofuel. Ich bin der Biofuel-Man. Yes, can. 3x Biofuel und 6 Grain Alkohol. Was kommt denn da raus? Eieiei. Packt das mal hier zu den Getränken mal mit hin, das Biofuel. Bei mir haben wir ja eh gerade nicht. Ja. Läuft hier. Voll ab hier. Was läuft? Na hier. Schisse? Hier. Hier. Hier läuft es. Hier links. Hier läuft. Links bei mir. Läuft es. Na klar. Alles, was du sagst. Wenn wir noch ein bisschen Wasser hätten, dann könnte ich sogar noch mehr machen, aber. Bräuchte mal Gläser. Ja, Gläser für, ne? Also 15 leere Gläser haben wir noch. Könnte ich ja noch machen. Ja, 30, 34 haben wir. Könnte ich auch schnell mal machen. Okay. Hier so, Biofuel läuft jetzt in den Dings durch. Könnt ihr mal gucken, ob ich unterwegs noch ein Tier. Elidia. Okay, mal die Casings zurück. Das behalte ich. Ich habe noch LED in der Tasche. LED in der Tasche? LED in der Tasche. Okay. Das ist immer so. Sondieren, was müssen wir denn jetzt noch machen? Also, vorbereiten. Was nehmen wir mit? Munition.
Schlafsäcke müssen wir uns dann machen. Wir brauchen, wenn wir draußen machen. Eisen, also Iron Fragments oder so. Haben wir. Und wir brauchen Woodframes, einen ganzen Schwung voll. Woodframes, genau. Holz. Soll ich schnell aufwerten? Immer rum in weiß ich nicht, zweifach Eisen oder so. Ja. Woodframes kann ich ja mal anstellen. In der Geschichte hier. 200 Stück. Wir hatten ja hier. Mach ich das mal. Holz können wir dann mitnehmen. Metall ist auch nicht das Problem. Ich organisiere einfach gleich nochmal ein bisschen Holz. So, Gunpowder, Stein. Immer noch drei. Mann. Hm. Eis? Nee. Wir müssten mal wieder auffüllen, die. Also, wir wollten ja einen Zweiergang runter machen, ne? Ja. Hm. Ich habe jetzt gerade im Dirt einstecken, also um den Aufgang kümmere ich mich dann gleich. Cool. Nice. Nice, du, sehr, sehr nice. Really. Du wieder, ey. Really nice. Ach, der brennt gar nicht mehr an. Ich wundere mich. Zack, turn on. Was? Ja, nee, ich rede mit mir selber. Achso, das sind immer die besten Gespräche, ne? Ach, verstehst du dich? Das ist nicht das Problem. Schön. Was ist denn hier los? Warum geht denn nicht? Was denn? Kann ich hier gucken? Wie der kaputt gemacht? Willst du das jetzt ein? Die Pickaxen brauchen ganz schön lange, bis sie angeschmolzen sind. Aber jetzt zugucken und dann schien der Felsenser Kreis an. Ach, hier steht der Scheiß. Hast du den Dings rausgenommen? Nee. Was denn? Wen? Den, wie heißt denn das Ding hier? Cooking Pot. Eine Fresse. Nein. Alter. Manchmal ist aber auch wirklich nein, schwierig. Hab ich nicht. Nicht meine Art, einfach irgendwelche Sachen mitzunehmen. Guck mal, dann kannst du hinten wieder anfangen und absammeln. Also schon Effektivität, Definitiv. Aller Fleischhammer, sag ich jetzt mal. Bau da unten schnell nochmal den zweiten Eingang. Kann eigentlich gleich Glue anwerfen. Oh, da ist irgendwas vor der Tür. Ja, Schreitante schon wieder. Kümmerst du dich drum oder soll ich gucken? Du kannst ja schon mal gucken, bevor sie jetzt irgendwas ruft, aber ich bin gleich draußen. Hier ist locked oder was? Oh Mann. Immer viermal die 5. Ja, ja. Mike, danke. Die ist umgefallen. Ist einfach umgefallen. Wo denn? Hey, weg. Ich hab's. Gut. Painkillers. Genau, mach mal deine Painkillers. Mal leer, du hast irgendwie ein 50er-Stack. Nee. Wurde berichtet. Naja, klar. Kümmert euch um Fleischer mal hier. Schon alt gut. Schon alt gut. So, ich besorg dann einfach nochmal Holz, weil oben das, wenn wir dann für die Übergangsbasis brauchen wir dann doch noch ein bisschen mehr. Ja, was willst du denn? Okay, dann mach ich jetzt nochmal 50. Was denn? A44 Magnum. So. Und tastig mich wieder so langsam. Also immer, bevor du Magnum machst, mach lieber 762, ganz ehrlich, da habe ich mehr von. Ja, du hast aber 800 Schuss, Digga. 800? Ja. Ich richtig. Würde mir gerne noch ein paar 10 mm machen. Kannst du gerne machen, aber. Mike hoch. Ja, du und hast talk to die me, Shotgun. Talk to the hand. Du hast die Shotgun und kannst dir 2000 Schuss herstellen. Ist aber also, nicht das gleiche. Ich brauch die. Für jeden Schuss mit der 10 mm kannst du 2 Shotgun Shells herstellen. Überleg dir einfach nur, was du machst. Ja, sag ich. Mike. Ich baue 10 mm. Mach das. Ich eine blöde. Was denn, warum schießt denn du jetzt mit mir? Wie verteilt ihr jetzt den Tag? Du siehst mich da hinten. Du siehst mich da hinten. Freund. Freund. Musst dich nicht verstehen manchmal, ne? Das ist wieso? Nee, ich brauch noch eine Zweitwaffe, Digga, wo ich auch mal Rinzer halten kann. Und das ist ja mit SMG, ist ja, da kannst du dich ja, sag mal. Ja, natürlich, klar. Befreien auch. Alle gut. Stellenweise. Aber dann versprich mir, dass die Shotgun deine Hauptwaffe ist. Nein. Ja gut.
Meine Zweitwaffe. Du das sagst. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen Gunpowder und dann kann ich nochmal 7-6-2 machen. Okay. So. Die Raketen und so weiter hast du. Ach, TNT oder sowas? Oder Dynamit? Oder frisst du zu viel? Dafür reicht unser Späßchen nicht mehr aus, ne. Okay, na gut, dann Ich hatte hier gerade noch 80 Gunpowder irgendwo raus. Haben wir hier noch irgendwo. Ne. Nichts mehr liegen. Okay. Na ja, gut, ich sag mal zur Not, können wir ja auf dem Weg nochmal an einer, Tanke schnell nochmal anhalten, ne? Können wir kurz nochmal hier nochmal Kippen holen und noch ein bisschen. Nee. So, was wollte ich holen? Ach ne, ich wollte hier den Abgang machen nach unten. Jetzt fällt's mir wieder ein. So, achso, anmachen vielleicht noch. Okay, der läuft, alles klar. Kommst du unten? Ich habe jetzt nochmal 5000 Holz nochmal in der Tasche. Burning Barrel, warum hängt die in der Tasche? Die waren in der Kiste. Hier sind noch 4 Duct Tapes. Schön, ich mal eben ein paar Duct Tapes hergestellt hier. Die 4 Duct Tapes, die hab ich da in die Kiste gepackt. Grain Alkohol macht man aus Mais, Pulver, Mais, ne? Genau, Maismehl und Wasser. Haben wir irgendwo Glasscherben in den Kisten? Würden wir das mal einschmelzen Und daraus Wir können noch den Crushed Sand einschmelzen. Können wir nicht. Warum nicht? Das nicht geht. Wie viel? Probiert. Okay, mach ich. 20 Euro, 30 Euro. Hm? Wie sieht's denn aus zwischen uns beiden? Überrasch mich, aber ich bin der Meinung, es geht nicht mehr. Und einschmelzen geht, glaube ich, nicht mehr. 25. Echt so viel Grain Alkohol? Oh, nee, das haben wir lange nicht. Kann ich das direkt, kann ich das hier wieder. Okay, Bio-Fuel mache ich, ja, mach ich in die Aid-Kiste, weil da Grain Alkohol drin ist. Dann, Bringt nichts oder was? Also. Ja, wir müssen erstmal Grain Alkohol herstellen. Okay, haben wir. Haben wir Kehl? Nein, nicht genug. Ah, okay. So, wir könnten hier 5. Recipes und ein paar Ramps hier. Ramp. Und hier 6 mal. Ramp. Mann. So, das war's schon. Ja, ich könnte. Ja, gut, dann mag ich das Wasser aber alle. Und wir haben nicht hier noch Gläser, aber das Thema kennen wir ja. Aber. Oh, da ist ja Glas drin im Ofen. Was machen wir jetzt? Ja? Ja? Mach doch mal ein paar Gläser. Krieg schon mal 6 machen jetzt. Kannst du gleich nochmal eine Door ansetzen, bitte? Door. Mike, eine Door. Chlor? Na, Chlor, Mike, eine Door. Hier, oh. Hey. Cool. Sprüche. Cool. Wahnsinn. Cool, ich liebe so eine Sprüche. Ja, total cool. Du bist der Wahnsinn? Du bist der absolute Wahnsinn. Wann ist so deine Worte gerade? So ungefähr, ja, so. So, sagen wir mal jetzt einfach. Cool. Sagen wir mal, cool. So. Was meinst du eigentlich, wie lange. Den Rest, was? Alpha 15 noch auf sich warten lassen wird? Also, ich würde sagen, maximal noch 2 Wochen. Also, die haben ja jetzt. Wer nicht, meinst du? Die hauen ja ein Infovideo nach dem anderen raus und das machen sie eigentlich nur, wenn sie immer irgendwas zu zeigen haben und hier. Oder wenn sie einfach ein bisschen Zeit brauchen. Ja, das kann natürlich auch sein, aber viel länger als 2 Wochen, glaube ich nicht, dass es noch dauert. Kann ich mir nicht vorstellen, ich kann mich täuschen, aber soll auch schon mal vorgekommen sein. Also, die stört immer, bevor ich überhaupt erst hingehen kann. Jetzt noch ein Aufwärter-Moped dabei? Na klar. Alter, okay, pass auf. Hast du eine Door angesetzt? Ja.
Hard Metal oder gleich eine Vault Door? Wäre mir nee, geht nicht, weil. Achso, doch kann ich hier machen, warte mal. Achso, oder soll ich hier unten überhaupt noch eine zweite Tür noch reinmachen? In den zweiten Aufgang? Nee, in den zwei breiten Aufgang. Ja, doch, klar. So müsste ich hier das Concrete nochmal raushacken. Vault, ja. Ich hacke draus. Kein Problem. Achso, ja, klar. Hin. Ja, muss denn. Wall Door, da ist er. Gucken. 6000. Derzeit. Okay, Wall Door ist angesetzt. 400 pro Schlag. Die geht's ab mittlerweile. Ja. Schon. Dann habe ich nochmal 3000 vor mir. Also, die. Unser Concrete hat 9000 Hitpoints insgesamt. Soll ich dir mal kurz auf den Laufenden bringen, was? Dann zerbröselt der Keks. Was? Also, ich habe jetzt hier Grain Alkohol gemacht, aber mit dem ganzen Grain Alkohol, den ich gemacht habe. Kann ich irgendwie 300 Gaskern herstellen. Das ist nicht toll. Das lohnt sich eigentlich überhaupt gar nicht. Ne? Gar nicht. Nee, wir brauchen einfach viel mehr Wasser dafür. Ja. Rein ja, dafür bräuchten wir leere Gläser oder halt diese Glasscherben hätte man dann sammeln müssen. Ja gut, dann fahren wir die Tankstellen nochmal ab. Wir hatten doch auch nochmal eine hier gefunden auf dem Weg, oder nicht? Weiß nicht, kann sein, ja. Bin ich der Meinung. So, wir brauchen Eisen. Ich hab hier ein 1000er Stack Eisen. Das brauche ich hierfür. Door Casing, mach ich erstmal wieder drin. Die Door müsste dann unten nur noch eingesetzt werden. Brauchen wir noch was von draußen? Wisst ihr was? Und das nächste Mal, wenn wir irgendwas bauen, bauen wir das wieder im Waldbiom. Das mit den Rohstoffen hängt ja, bei ja. uns mit dem Biom zusammen. Voll nervig. Wir haben hier so eine schöne Mine. Ja? Die bringt ja. uns nichts. Weil wir immer erst hinlatschen müssen. Das stimmt. Das ist schon aufgerundet. Ich meine, wir könnten unter uns nochmal gucken halt, ne? Könnten da noch ein bisschen. Hat sich hier nochmal so ein bisschen umhergeprügelt, aber so wirklich irgendwas bringen. So, gläsertechnisch. Also, Metall finden wir hier ohne Ende und Blei und so weiter, ne? Aber halt nicht. Okay, jetzt ist er mein. Öffne die Tür. Oh! Wo ist er denn? Brauchst du Hilfe? Aus unserem Aufgang raus. Die kommt jetzt runter. Ah ja. Weil da unten nämlich auch die Tür offen ist. Echt jetzt? Weil, ne, ich hab ja eine Tür da rausgehackt. Schade. Aber alles gut. Da sind drei Kreischertanten, Alter. Drei Stück? Ja. Kommen hier drei Kreischertanten. Oh, jetzt muss ich auch noch nachladen. Bei weg. Ist noch eine oben? Nee. Wir sind noch am... Also an die Tür an unserem Teich sind noch ein paar Zombies. Die Tür hier unten wäre aktuell mal nicht schlecht. Ja. Komm mal. Ist eigentlich, dass du von mir Sachen verlangst, ja? Die erstmal überhaupt erst möglich sein müssen. Kraft ja nebenbei noch Munition für dich. Ein bisschen Gunpowder so, und so. Noch eine. Also, Jack, das ist nicht normal, was hier gerade abläuft, ne? Ich hoffe, das ist dir klar. Ich hab alle aus. Nur die Öfen sind an. Nee, das ist nicht mit normaler Aktivität hier zu erklären. Okay. Ich mach erstmal die Tür rein, komm ich hoch. Siehst du irgendwo irgendjemanden? Ich mach mal die Tür rein und dann. Ach du Scheiße, der Tank wird super gemacht. Naja. Tot? Ja. Nee, alles gut. Nee. Also. Hä? Schrübe? Also, drei Zombie-Tosen auf einmal, ganz ehrlich, das ist nicht mit unseren Öfen zu erklären. Ey, Schrübe, wir haben geschossen irgendwie. Was? Was bist du? Nee. Ich habe einen Schuss abgekriegt. Runter. Hast du eine grobe Idee von wo? Ja, Richtung, Richtung Nordosten. Nordosten? Mhm. Ich muss ja ganz kurz mal die Leichen da wegmachen, sonst stolpern wir hier nachher noch drüber. Nordosten? Ja.
Schon wieder eine. Schrüber, guck da nicht so raus, Alter. Ich sehe nichts, ja. Okay, ich mach hier einen Helm auf. Ja, genau, renn raus. Der stellt sich doch nicht ins Wasteland. Der schießt hier irgendwo. Du wirst verfolgt, ne, von Zombie-Dosen. Bist du denn? Ja. Ich bin hier neben dir, ja. Ach! Immer in Bewegung bleiben. Ja. Deswegen hast du die Shotgun. Deswegen hast du die Shotgun. Sehr gut. Hat auf jeden Fall erschienen. Hast du das? Oh Gott, ja, ja. Genau. Dann kann deine Haut. Hat hier irgendjemand aus dem radioaktiven Gebiet geschossen? Ja, gefühlt ja. Ich bin jetzt eh mal hier rum. Ja, ja, ich seh dich. Ich seh dich. Ich bin hinter dir. 20 Uhr, wir sollten nicht zu weit von zu Hause weg. Oder warte mal. Nee, ich wurde definitiv auch getroffen, als ich hier rausgekommen bin. Okay. So weit weg kannst du ja dann eigentlich dann nicht sein. Ständig denke ich, dass irgend so eine Kaktee in der Entfernung irgendwas ist. Ja, ich auch. Bin jetzt mal so leicht in Richtung Zeltplatz hier unterwegs. Spätestens um 9 mache ich einen Abflug. Fick dich, Schröber, fick dich! Was denn? Wieso steht denn hier Supply-Kiste? Oh Mann. In der Hütte. Nein. Guck, ob nicht irgendwo irgendwas liegt. Draußen ist irgendwas gespawnt, glaube ich. Oder bist du gerade nach unten gegangen? Hier liegt eine Supply-Kiste drüber. Und weißt du, was drin ist? Blaubeerkuchen. Ja, und 2 Magnum-Rounds. Super. Mit unserem Namen drauf, oder was? Ja, sieht so aus, ja. Hey, ist wahrscheinlich gerade. Hatte auch die eine Tür noch nicht abgeschlossen. Okay. Hast du jetzt gemacht? Ja, gut. Hab ich gemacht. Gut. Mike Steel dabei? Nee, nicht dabei. Schade. Lass rin, nicht hier draußen stehen. Ja, gute Idee. Die Mopeds noch nach unten fahren? Nein. Okay. Was ist denn jetzt los? Hast du das? Ja, klar. So. Ich locke mal die Tür. Achso, du musst hier den... Nee, Code. Arschloch. Ne? Weißt du Bescheid? Code ist der gleiche wie sonst. Ja, richtig. Okay, locked. Bei Magnum Rounds. Noch fischst du was? Nehme ich mit. Und ich weiß ganz genau, für wen die sind. Schreist du unseren Namen durch, oder was? Ja, natürlich. Meine Damen und Herren. Das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Und glaubt uns, wir werden schon noch rausfinden, woran es liegt. Und deswegen sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.